Was soll passieren? Soll er eine Strohallergie haben? Er könnte sich den linken Ringfinger zerren. Warte, nein, kann er nicht. Sieht alle zum Teil nicht mehr so frisch aus. Ja, du bist hier im Krankenlager. Ihr strapaziert meine Geduld. Komm, Typ mit einem weißen Roben um die Ecke. Ihr strapaziert meine Geduld. Er mag keine weißen Roben, es tut uns leid. Ich finde das sehr schön, ich bin im Turm. Ja. Wir müssen nur einen Weg finden, von draußen ranzukommen. Ich suche gerade erstmal wieder den Weg raus. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es im Prinzip das Ziel des Spiels, in Anführungsstrichen nur die neuen Leute von der Liste zu liquidieren. Genau. Das sind die Ziele, die gegeben wurden, um dich wieder als Assassine. Also war es im Prinzip draußen. Das ist hier der Vorhof. Oh. Und meine lange Reise dahin. Genau, und halt dabei zu rätseln, warum ausgerechnet die neuen Leute es sind, die du umlegen sollst. Gymnastik. Das, was Assassinen halt so machen. Ich gebe dir recht, das sah vielversprechend aus. Ich hätte es auch probiert. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Ja. Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Wieso ein Mörder? Der ist einfach bloß vom Dach gefallen. Mit einer Schnittwunde in der Brust. Der ist einfach nur vom Dach gefallen. Die hat er sich unterwegs zugezogen, die Schnittwunde. Ja klar. Der Wind. Es war ein tragischer Unfall. Ja,
Der Wind ist so rumgewirbelt, hat ein Schwert hochgehoben, ihm durch die Brust gerammt. Und er ist halt rückwärts runtergefallen. Das kommt vor. Das gefällt mir nicht, wenn jeder... Alter, hier. Was tut er da? Soll mit seinem Schwert da rumlaufen? Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur ein paar kleine Münzen. Gebt mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Jetzt wirft die Alte schon mit Steinen nach dir. Die soll aufpassen, dass ich die nicht versehentlich erschlage. Das ist wohl wahr. Es hat aber auch noch nie jemand gesagt, ich hätte viel Verstand. Das sind so Dinge, die kann man Alter ihr nicht vorwerfen. Eben. Das Spiel beginnt damit, dass er sich in Schwierigkeiten bringt, weil er einem Kodex nicht folgen kann, der 3 Regeln hat. Waren halt mindestens 2 zu viel. Warum nicht? Genau, erstmal das Problem angehen, für das man eine Lösung hat. Vielleicht. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Nein, Frau, nein. Wenn ich garantieren könnte, dass du diejenige bist, die da von den Wachen drangsaliert wird. Ich würde mir tatsächlich 2-mal überlegen, ob ich dich rette. Gut, Jungs, macht weiter. Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Dieb! Das wird dich lehren zu stehlen! Strecke dich nieder! Da brake ich dir die Hände ab. Wahrscheinlich der dreckige Dieb. Mit oder ohne Hände? Mit Händen. Ohne wird's schwer, ihn zu erstechen. Es sei denn, man nimmt das Schwert in den Mund. Ich wollte gerade sagen, kommt drauf an, was du für eine Nase hast. Der weltberühmte Nasenstich. Ja, Pinocchio kriegt das hin. Ja, vorher ein Anspitzer, dann eine gute Lüge. Hat das sogar als Fernwaffe benutzen. Oh, was ist das?
wird dich lehren zu stehlen. Ein Mörder läuft frei herum. Da, ein Assassine! Jemand muss eingreifen, bevor sie sich wehtun. Jemand wird zu Schaden kommen. Ja! Ja! Zieht schon mal vorsorglich das Schwert. Klar. Viel Spaß beim Alter, ihr Weitwurf. Ich wollte gerade sagen, der schmeißt mich gleich in Gebiete, in die ich gar nicht rein darf. Ja. Das ist ja doch auch mal ein cooler Glitch für einen Speedrun. Geh zum Templar, lass ihn in das andere Gebiet werfen. Schon sagen, macht einen Templer platt und dann kommt so eine normale Wache. Entschuldigung. Ich wollte mich doch nur setzen. Jetzt sind die Leute weg, jetzt wird das so auffällig. Also, wo wollte ich hin? Der fehlt noch. Der fehlt noch. Okay, Informant, gucken wir noch mal, ob wir das schaffen. Hat da gerade jemand Kühe geschrien? Ja, keine Ahnung, ich habe nur die gehört, die gesagt hat, jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Dieser unglaubliche Todessprung. Ich hab gerade überlegt, was zum Teufel macht der? Oh, ist das nicht Altair? Ja, immer noch. Erinnert ihr euch? Ja. Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Komm her. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Versuch mal, nicht ins Mikro zu fächern. Ein paar Münzen entbehren? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Depp. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ey, bloß weil ich dir kein Geld geben wollte. Warum tut er das? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Was denkt er? Aus irgendeinem Grund bist du jetzt an welchem vorbeigelaufen? Ich hab doch nicht mitgenommen. Ich probier das einfach nochmal. Entschuldigung. Aber ich brauche und viel zu gut zu Fuß, Entschuldigung, um arm, krank und hungrig zu sein. Jetzt sieht übrigens so aus, als ob ich sie mitgenommen hätte. Okay. Etwas langsam das Spiel. Also wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, dann ist das wahrscheinlich ein Fächer. Es ist warm. Ha.
Dach. Hm, fahren wir dran vorbei? Ja, rechts über dir ist eine noch. Ah, auf das Dach, okay. Hey, komplett drehen, da. Ja, scharf links runter. Nein, Depp. Ich meine, ich bin schon mal bis 8 gekommen. Ja, ja. Warum er das tut? Er muss Flaggen sammeln. Frag seinen Informanten. Oh, Entschuldigung. Nichts passiert. Komm, hoch da, hoch, 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 hoch! An der Stelle. Du sollst doch bloß wieder zu meinem Informanten laufen. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Nee. Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Yay! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Ja! Halt aber die Auffälligtaste gedrückt. Runterfallen kann der eh kaum. Ja, das wäre komödiantisch hochwertvoll, danke. Das ist das, was ich die ganze Zeit tue. Mich verletzen. 10. Was tut der? Wie viele brauche ich? 20? Ja. Oh, da lang. Einmal hier auch rechts drauf und dann direkt wieder scharf links abbiegen. Alter, hier! Okay, wie viele habe ich inzwischen? Ich glaube, dir fehlen nur noch die beiden da oben. Das war die 19. Die 20. Ja, die 20. ist nicht mitgenommen. Doch, 20.
melden sich bei meinen Verwandten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Zurück? Ich bin beeindruckt. Da! Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen, erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Was für eine wertvolle Information! Ihr müsst gerissen sein. Ich habe saubere Schuhe. Ich hoffe, die sind wasserdicht. Und du hast dich vom anderen Prinzen zurückverwahrt in ein falsches Spiel. Also, das ist der bei der... bei der Festung. Bei der Festung. Wo ich bisher noch nicht reingekommen bin. Der ist auch irgendwo, wo ich auch nicht reinkomme. Ja, an den Aussichtspunkt müsstest du eigentlich... Du müsst eigentlich an beide dran kommen. Du musst halt nur die Tricks finden. Gut. Oh, die Alte regt mich auf. Ja, ne? Ja, einmal hier rumlaufen. Vielleicht ist hier eine Flagge GGG. Nein. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Dummerweise habe ich das jetzt aber. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Oh, das tut mir leid. Wir können darüber verhandeln. Ich bringe euch einfach um und ihr sagt es keinem. Genau. So. Ist da neben mir was irgendwie ins Heu gefallen? Niemals, muss ein Huhn gewesen sein. Wo habe ich den getroffen? So wie der sich hält, nicht sehr angenehme Stellen. So, vielleicht habe ich ja Glück und komme wieder aus der richtigen Richtung. Keiner hat ein Problem mit Alter ihr. Das ist ein so friedlicher und liebenswerter Assassine. Ja. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Huh.
Ich meine, im Notfall bringst du dir die beiden Wachen vor dem Tor um, die dich nicht reinlassen wollen. Wenn ich das Tor jemals wiederfinde. Es müsste hinter dir auch Bodenhöhe sein. Also jetzt rechts abbiegst und das Gebäude langläufst, kommst du dann irgendwann dran. Diese Gassen! Okay, ich sehe das Problem, dass diese Straßen einfach wieder viel zu verwinkelt sind. Kletter hier drüber. Dann kannst du hier unten auf die Straße und dann müsstest du gleich zum Gebäude kommen. Außerdem ist da eine Flagge. Rechts von dir. Natürlich habe ich den Verstand verloren. Ich sammle hier euren Müll ein, den ihr so durch die Gegend schmeißt. Jetzt rennst du davon weg, glaube ich. Ich glaube, du rennst von dem Punkt weg. Fliegen. Wenn ihr jetzt noch merkwürdigere Geräusche hört, dann ist das der, dann kommen die daher, dass ich versuche, eine Fliege zu erfächern. Aber ich glaube, sie ist gerade durchs offene Fenster gestürmt, also gut. Das ist auch der Weg, wie sie reingekommen ist. Nee. Bah, ich hasse diese Stadt. Nee, hinter dir. Ich hör die direkt von Anfang an. Ja. Ich kann deinen Atem hören, bluten. Ich kann deinen Atem hören, du wirst bluten. Ach so. Der hat dich gerettet, der hat dich vor dem Schwert weggeschubst. Bedanke ich mich mit einem ehrenhaften, schnellen Tod. Ich verfolge den einen, der da wegläuft, und alle anderen verfolgen mich. Ja. Die Partisanen halten es auf. Das ist schön. Sehr gut. Oh.
Ach ja, wenn du das probierst, bringt Altair dich zur Schnecke. Ne, dann mach dich zur Schnecke. Oh, okay, Entschuldigung. Nein, eigentlich wieder ein Heuhaufen. Er probiert's aber mit all seiner Macht. Ja. Ich warte nur auf den Ausruf. Da ist er! Vielleicht rechts von ihm muss ein Versteck sein? Oder ist hier links um die Ecke? Keine Ahnung. Die Karte zeigt irgendwas an, aber. Ich dachte, die blauen Punkte sind meine Gegner. Nee, die blauen Punkte sind Verstecke. Oh ne, jetzt hat er wieder einen umgebracht. Jetzt gehen wir besser. Nee, du da.